Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur 41. Frankenberger Orgelmatinee. Die hätte eigentlich am 2. Mai 2020 hier in der Frankenberger Liebfrauenkirche erklingen sollen. Wir befinden uns immer noch in der Corona-Krise und deswegen findet auch dieses Mal die Orgelmatinee im Online-Format statt. Wenn Sie kein Interesse am jetzt folgenden Einführungsvortrag zu den gespielten Werken haben, dann bitte ich Sie darum, einfach unten in der Videobeschreibung direkt zur Musik, zu den angegebenen Zeiten zum Beginn der Stücke zu springen. Das heutige Programm ist für mich sehr inspiriert vom Monat, der jetzt beginnt, vom Mai. Zwei Pole waren da für mich ausschlaggebend. Auf der einen Seite das vielbeschworene Narrativ vom sogenannten Wonnemonat. Freude, Aufbruch, das sind doch im Allgemeinen die Gefühle, die man so mit Mai verbindet. Und so war klar, dass für mich die Tonart, die diese Matinee prägen muss, D-Dur ist. Eine sehr festliche, eine sehr freudige Tonart. So habe ich an die Ränder des Programms zwei Werke von Buxtehude und Bach gesetzt, die den Charakter dieser Tonart wunderbar widerspiegeln. Auf der anderen Seite ist Mai auch in der katholischen Tradition vor allem der sogenannte Marienmonat. Und das gab mir die Inspiration, auch zwei Stücke marianischen Inhalts hinzuzunehmen. Zwei Bearbeitungen über den alten Gesang Salve Regina. Also einen alten Mariengesang. Das erste Werk, das heute erklingen wird, ist das Präludium in D-Dur von Dietrich Buxtehude, Buxtehude Werkverzeichnis 139. Es ist wie die ganzen Präludien von Buxtehude ein typisches mehrteiliges norddeutsches Werk mit einer gewissen Abwechslung von freien und eher fugierten imitatorischen Abschnitten mit durchaus starken Charakterwechseln. Das ganze Stück ist allerdings doch deutlich dominiert von den freieren Passagen. Es ist insgesamt sechsteilig angelegt, es ist aber nur eine echte Fuge dabei. Und die ist kontrapunktisch auch eher einfach gestrickt, dafür ein bisschen, ja, konzertanten Charakters durch ihre ganzen Terz- und Sechstkopplungen, die interessante Echo-Effekte hervorrufen, die gar nicht so typisch für dieses Fugengenre sind. Ansonsten die freieren Abschnitte mit brillantem Laufwerk, sehr freudigen Harmonien, sehr festlich, ein sehr optimistisches Stück und auch sehr überschwänglich aus meiner Sicht. Teilweise aber auch mit recht kühnen Ausflügen bis in den Cis-Dur-Bereich hinein, also schon sehr weit von der Haupttonart entfernt. Und die Kühnheit dieser tonalen Schritte muss man sich einfach auch mal klar machen, wenn man sich überlegt, was auf den damaligen Orgeln mit der damaligen mitteltönigen Stimmung überhaupt klanglich möglich war. Es ist wieder ein Zeichen dafür, was doch Buxtehude für ein unglaublich fortschrittlicher Komponist in seiner Zeit war. Das folgende Stück geht zurück in die Übergangszeit von Renaissance und Barock. Es ist die Bearbeitung über das Salve Regina von Peter Cornett. Peter Cornett war die längste Zeit seines Lebens am Brüsseler Hof tätig und das ermöglichte ihm, Zugang zu Musik aus allen europäischen Richtungen zu haben und einige der herausragendsten Persönlichkeiten des europäischen Musiklebens auch zu treffen, mit ihnen arbeiten zu können, beispielsweise John Bull. Ihm waren viele Musiktraditionen Europas vertraut und was ihn abhebt von all seinen Zeitgenossen ist, dass er ein reiner Spezialist für Tasteninstrumente war. Alle anderen in seiner Zeit bekannten Komponisten, vor allem sein Zeitgenosse Jan Pieterszoon Sweelinck, haben eigentlich immer eine großartige Schulung in der Vokalpolyphonie durchlaufen und auch erst ein großes Œuvre im Vokalschaffen vorgelegt, bevor sie sich an die Tastenmusik machten. Peter Cornett ist da die Ausnahme. Er hat eigentlich nur Werke für Tasteninstrumente hinterlassen und das merkt man diesen Werken auch an. Seine Grundstimmenzahl ist zwar vierstimmig,
Und wenn man vokal denken würde, müsste man die auch beibehalten. Peter Cornett neigt allerdings dazu, immer mal wieder auch die Stimmenzahl etwas flexibler zu behandeln, Stimmen verschwinden zu lassen oder hinzuzunehmen. Gleichzeitig neigt er auch immer wieder zu improvisatorischen Anflügen, die kurze virtuose Ausbrüche in diesen Stücken ermöglichen, die natürlich total vokal untypisch sind. Seine Bearbeitung über das Salve Regina ist eine Vertonung über die ungradzahligen 5 Verse dieses Gesanges. Das deutet stark darauf hin, dass es ursprünglich für die Alternate in Praxis gedacht war. Also der erste Vers wird von der Orgel gespielt, der zweite Vers gesungen, der dritte wieder vor der Orgel und so weiter. Diese 5 Verse behandeln jeweils die jeweiligen Inhalt des Verses, des Textgehaltes entsprechend, und so ist auch die Gestalt der einzelnen Vertonungen gehalten. Darauf folgt das Salve Regina von Léonce de Saint-Martin. Das ist nun ein ganz großer stilistischer Wechsel. Léonce de Saint-Martin ist eigentlich ein Vertreter des 20. Jahrhunderts. Er war Organist an Notre-Dame in Paris. Man kennt ihn vor allem aufgrund einer etwas skandalösen Geschichte in seinem Leben. Er kommt eigentlich ursprünglich aus einem alten Adelsgeschlecht, wurde in Albi geboren und schon als junger Mann Aushilfsorganist an der Kathedrale von Albi. Später hat er dann in Paris studiert und dann wurde er auch relativ schnell Aushilfsorganist für Louis Vierne an Notre-Dame. Nach dem Tode Viernes beschloss das Domkapitel von Notre-Dame ganz einfach dem bisherigen Assistenzorganisten Léonce de Saint-Martin die Stelle zu übergeben. Vierne hatte vor seinem Tod allerdings den Wunsch geäußert, es solle doch einen großen Wettbewerb um die Ausschreibung dieser bedeutenden Organistenstelle geben. Und so gab es eine Petition vieler Organisten Frankreichs, die eben dieses vom Domkapitel forderten. Diese Forderung wurde vom Domkapitel allerdings ignoriert, und die Tatsache, dass Léonce de Saint-Martin seine Chance ergriff und die Stelle annahm, führte dazu, dass er ab diesem Punkt eine persona non grata des Pariser Musiklebens wurde. Seiner internationalen Reputation tat dies weniger Abbruch. Er komponierte viel, ging viel auf Konzertreisen, und natürlich war das Organistenamt in Notre-Dame einfach ein prestigeträchtiges. Sein Stil ist eher konservativ, er ist kein wirklicher Modernist, er ist eher ein später Vertreter der romantisch-impressionistisch-französischen Orgelschule. Sein Stil pendelt ein wenig zwischen Spätromantik, Impressionismus, neomodalen Wendungen, alles ein bisschen, aber ganz typisch für die Organistentradition in Frankreich in dieser Zeit. Die Bearbeitung des Salve Regina ist ein Auszug aus seiner Symphonie Mariale, einer Orgelsinfonie, der jedem Satz ein marianisches Gesangsthema zugrunde liegt. Diese Meditation im ersten Ton über das Salve Regina hat sehr entrückten, sphärischen und häufig auch improvisatorischen Charakter. Es ist ein fast nicht zu fassendes Stück. Und ich denke aber doch, dass es sehr hörenswert ist und dass Léonce de Saint-Martin vielleicht nicht nur wegen dieses Skandals bekannt sein sollte, sondern doch auch wegen seiner Musik. Das letzte Werk ist von Johann Sebastian Bach, sein Präludium und Fuge in D-Dur, Bach-Werkverzeichnis 532. Diese beiden Werkteile, Fuge und Präludium, sind wahrscheinlich nicht als Einheit entstanden, sondern erst später von Bach zu einem Ganzen zusammengefügt worden. Das Präludium zeichnet sich vor allem durch seine stilistische Vielschichtigkeit aus. Und wir haben am Anfang Abschnitte, die sehr stark an norddeutschen Barock erinnern, danach auch mal kurze Anflüge französischen Duktus, dann auf einmal einen langen Mittelteil mit vielen Sequenzen, der sehr stark an italienische Concerti erinnert, und den Schluss im Stile des frühen norddeutschen Präambulums mit Doppelpedal. Ein ganz, ja, auf den ersten Blick wildes Stilgemisch, das aber doch eine überraschend homogene Einheit gibt. Es folgt dann natürlich die Fuge, und diese Fuge ist ein, ja, ich würde sagen, ein Glücksgriff in der Orgelliteratur. Sie ist nicht unbedingt eine der intellektuellsten Fugen Bachs, aber eine der, ich nenne es mal, sympathischsten. Eins der Stücke, die mir persönlich immer irgendwo am nächsten standen.
ein kreisendes Thema in Geigenidiomatik, danach ein Sequenzmodell, insgesamt ein Stück von großem Glanz und großer Virtuosität, auch großer Virtuosität in der Pedalbehandlung, in der Zeit eigentlich ohne Beispiel. Dieses Stück hat so eine rauschende Brillanz, eine unglaubliche Freundlichkeit und das macht es so gewinnend und das macht es auch dem Mai so entsprechend. Am Schluss steigert es sich dann doch zu einem großen Finale, dann doch nochmal mit klanglichen Steigerungen und ganz am Schluss mit einem sehr, sehr großen Pedalsolo und dann endet es fast unvermittelt. Das ist wirklich ein unglaublich berauschendes, ein unglaublich fesselndes Werk. Ich wünsche Ihnen jetzt damit viel Vergnügen und hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Thank you.
Thank you.